Willkommen zum offiziellen Tutorial von Coaster Galaxy World. Mit dabei ist der Dennis. Moin. Und wir stellen euch heute Aptera 2.0 vor im Endeffekt. Da ist dann gleich alles mit drinne, also sowohl Aptera alleine als auch ein Teil vom Freifallturm, wenn mich nicht Es alles ist einfach, irrt, als ja. auch alle Neuerungen. Ich bin selber noch ein bisschen gespannt, weil ich kenne nur Aptera, also die Eins. Wasserachterbahn, also Aptera 1 und den Freifallturm, den Rest kenne ich noch nicht. Ja, und Dennis wird uns da ein bisschen durchführen und ich werde mir die Seele aus dem Leib labern. Ja, so kann man es auch sagen. Ja, Ja, genau. nee, Abdera 2 ist einfach mal doppelt so groß wie die Abdera-Map davor. Ich habe ein bisschen Angst. Man muss dazu sagen, eine ganz kleine Nebenstory ist im Endeffekt, dass wir für Aptera 1 eigentlich mal ein Tutorial gedreht hatten, was leider Gottes verloren gegangen ist. Und wir haben alleine für dieses Tutorial, ich glaube, 70 Minuten gebraucht. Es war also recht lang. Nicht sogar länger. Ich glaube, wir saßen 2 Stunden generell dran, weil wir damals auch die Aufnahme nochmal neu machen mussten. Ja, genau, da mussten wir auch nochmal von vorne anfangen, da war nämlich irgendwas. Ja, aber prinzipiell graut mir so ein bisschen davor, jetzt hier, keine Ahnung, 1,5 Stunden oder so zu brauchen. Wir überlegen halt, ob wir das dann in 2 Parts hochladen oder wirklich einen kompletten Part und Richtig, genau. Das schneiden. erfahrt ihr dann natürlich aber noch, wenn ich das Ganze in Parts cutten sollte, dann kriegt ihr nochmal einen Vorspieler zu dieser einer Aufnahme, den habt ihr dann auch schon gesehen. Ja. Da sind wir uns jetzt gerade noch nicht ganz schlüssig drüber. Das kommt halt auf die Länge drauf an. Ja, man sieht jetzt schon, dass es halt einige Zeit lang lädt. Ja, am Titelbild hat sich auch was geändert, und zwar ist jetzt rechts dieser Turm mit drinne. Jo, und noch eine neue Achterbahnschiene. Nein, die war schon davor Ach so, da. stimmt, das ist vom, ja, hier, von dem Genau. Dings, ja. Nur rechts der Ziegelsteinturm ist neu, also der Ja. alias Kernanturm. Ja, genau, ist nur keine Kuh. Ja, ich würde sagen, wir. Machen wir hier kurz einen kleinen Cut Richtig, und genau. Und dann hören uns sehen dann wir einfach wieder, wenn uns. wir. Genau. Sehen wir uns gleich wieder, wenn Aptera gestartet ist. Da sind wir dann auch schon wieder. Also, wir haben jetzt ungefähr. Wie lange gewartet? 8 Minuten. Alter, ist die Musik laut. Ich hätte es noch leiser machen sollen. Ja. Jedenfalls könnt ihr mit C oder V euren Spielmodus auswählen. Wir haben uns jetzt für Operator Was ein entschieden. Schwein. Ja, Entschuldigung, die Musik ist ein bisschen laut. Das ist so ein leichtes Problem gerade. Was hast du getan? Ach, gar nichts. Ich habe Angst. Jetzt machen wir erstmal gemütlich zum Nicht-Eingang. Ach ja, da hinten steht ja schon was, was man sieht, was neu ist, ne? Ja, ein Hotel. Ja, und dahinter ist auch ein Aussichtsturm. Ja, den habe ich auch schon. Alter, da war ein Ruckler. Ja. Also, hier läuft doch locker mit 40 erstmal. Ach, Nachts über so. vielleicht für öfters weniger. Musik ist leiser. Ja. Also, wir haben jetzt direkt am Anfang die Auswahl gehabt, den Operator-Modus zu wählen oder den normalen Spieler-Modus. Genau, dementsprechend fährt man halt auch hier zu dem Eingang als Operator-Modus und wenn man normalen Modus. Bist du doch da? Oh, hell no. Und da ist er weg. Bist du da? Dennis? Oh, hell no. Okay, gut, dann. Hallo? Hallo? Lebst du noch? Ja, Okay, aber du hast irgendwie hängt gerade jetzt. irgendwie. Ja, du hast gerade irgendwie geleckt. Also, Ja, dein jedenfalls. Internet war kurz weg. Ah, okay. Jedenfalls kann man am Anfang den Spielmodus auswählen mit C oder V. Und wenn Genau. ihr mit V den Operator-Modus auswählt, so wie wir das eben auch gemacht haben, kommt auch direkt eine Nachricht, dass ihr mit T euer Handy öffnen könnt. T gedrückt halten. Ah, T gedrückt halten, dann ploppt hier ein Handy auf. Genau, mit links kannst du dann die Nachrichten löschen, so gesehen. Richtig. Ihr habt jetzt hier die Nachricht, Aber dass eure Bahn Abtera die muss halt noch gewartet Wartung werden benötigt. Genau. und das halt mehr Infos auf dem Steuerpult von Abtara zu Richtig. sehen Dann sind und seht ihr dann. noch, wenn ihr die Nachricht löscht, wie lange der Park offen hat und dass man jeden Morgen um 6 Uhr mit der Wartung beginnen sollte. Genau. Ja. Jetzt habt ihr eben schon gesehen, ich bin hier durch so einen gelben Pfeil gerannt und habe jetzt unten stehen Open 9 bis 20 Uhr. Die gelben Pfeile sollen euch ein wenig helfen. Ihr könnt hier ein Tutorial starten. Ich laufe da jetzt mal nicht rein. Nee, nee, musst du auch erst E drücken Ja, das dort. wäre ein In-Game-Tutorial, welches ihr euch angucken könnt.
Wir gehen jetzt aber einfach mal weiter durch den Mitarbeitereingang. Es war links rum. Ja, die braunen Pfeile. Ja, inzwischen geht es auch rechts rum, aber es ist. Inzwischen geht es auch rechts rum. Okay, wir gehen einfach mal hier ran. Die braunen Pfeile erklären wir noch. Jedenfalls, ja, kann ich auch sagen, schon die braunen Pfeile sind dafür Müll und so. Sieht man hier auch schon wieder, ich gehe hier lang, C und V. Mit C und V finden die meisten Aktionen statt. Ich kann hier jetzt mit C das Tor schließen und mit V wieder öffnen. Genau. So, und hier ist es dasselbe mit der Tür. Mit, wenn du näher rangehst, ja. Mit C geht's auf und dann stehen wir im Endeffekt, ich mach das jetzt mal wieder zu. Ja. Egal, ich lasse es offen. ja, stehen wir im Endeffekt so direkt an der Wasserbahn und genießen halt schon ein bisschen Aussicht auf den Turm. Man sieht ja auch schon die Neuerungen, ja. Richtig, genau. Man sieht von hier schon die Neuerungen. Sag mir, womit willst du anfangen? Wollen wir durch die Queue-Line gehen? Wir fangen jetzt, das brauchen wir jetzt eigentlich noch nicht wirklich. Wir gehen jetzt mal wirklich das, was man am Anfang wirklich machen sollte. Alles klar, das heißt, ich gehe dann einfach mal durch den Ausgang in Abtara rein. Hier durch, wir können hier hochgehen. Da kannst du direkt hoch, genau. Genau, so. Wir sind ja Mitarbeiter, das heißt, wir nutzen den Mitarbeitereingang und kommen dann direkt auch in der Station von Abtara raus. Genau. Und haben jetzt geht's hier mal zum Pult. Erstmal unser Pult. Und da steht ja schon wieder was. Genau, da steht im Endeffekt, dass alle Blöcke einzeln an den Kontrollboxen gecheckt werden müssen. Wir nehmen uns auch gleich schon mal Hilfe. Ah, es ist 9 Uhr. Der Park ist offen. Wo mache ich die Musik denn hier aus? Geht das irgendwo? Ja, dafür musst du aber woanders hin. Ach so, an die Seite hier, ne? Nee, du musst doch runter. Also du musst schon runter, ja. Ja, ich weiß. Und dann ja hier rein, ne? Genau. Genau. Ich mache jetzt mal tatsächlich die ganze Musik hier aus. Die startet links. Um 9 Uhr alleine. Hier. Links. So. Ah nee, das ist nur Outdoor-Sound. Ach scheiße, das stimmt ja, das ist der Outdoor-Sound. Der ist aber egal. Der Indoor-Sound machst du innen drin in der Werkstatt. Ah, okay. Weil die ist gerade ein bisschen laut. Jedenfalls, wir wechseln mal schnell die Seite. Der fliegt da schnell durch. Okay, stimmt. So, ja. Durch die Tür da. So. Und da die zwei. Station-Sound und Lift-Sound war es, genau. Gehen die mit C aus? Weil es läuft immer noch. Mit V. Es läuft immer noch. Es hört nicht auf. Das scheint noch irgendeine Outdoor-Musik, oder? So zu sein. Okay, hier ist es leise auf jeden Fall, dann ist es Outdoor-Musik. Ja, dann ist es die Outdoor-Musik, die noch draußen. Ja, nicht weiter schlimm, nur damit es hier ein bisschen leiser ist. Also ihr habt überall diese Kontrollboxen, die unterschiedliche Sachen machen. Mit C und V jeweils. Teilweise ist es Licht, teilweise Musik. So, wir wollten uns um die Kontrollboxen kümmern. Ich gehe dafür nochmal schnell in den Pausenbereich der Mitarbeiter und hole hier nochmal was. Hier liegt nämlich ein Schlüssel. Den könnt ihr mit Linksklick aufnehmen. Jetzt habt ihr unten noch das Symbol, dass ihr einen Schlüssel habt. Und den benötigen wir gleich. Jetzt einfach mal schnell zu den Kontrollkästen. Genau, ich fange einmal schnell hier an. Hier ist der erste. Mit Linksklick aufmachen. Und dann sieht man schon, mit V clearen wir das Ganze und dann ist der Block kontrolliert. Wir machen das mit allen Blöcken einmal. Oh, du weißt sogar noch, wo die sind, hä? Ja, ich weiß noch, wo die sind. So, hier ist der nächste, auch wieder V zum Clearen. Dann haben wir einen direkt unten am Lift. Das ist der für den Lift, genau. Genau. Und dann haben wir hier ganz oben einen, das ist für die Drehplattform hier vorne. So, auch Clearen. Jetzt haben wir noch einen weiteren, für den müsst ihr eigentlich einen etwas längeren Weg aufnehmen, nämlich über diese Brücke hier rüber und dann habt ihr hier einen roten Pfeil. Diese Tür geht nur auf mit Linksklick, wenn ihr den Schlüssel dabei habt. Genau. Habt ihr den Schlüssel nicht dabei, geht die Tür nicht auf und dann könnt ihr die Treppe hier hochgehen, hier bis nach oben und hier oben ist dann die letzte Kontrollbox. Genau. Ich drücke einmal V, ich krieg auch direkt eine Nachricht, dass die Wartung abgeschlossen ist. So, um das Ganze noch einmal schnell zu zeigen, bringe ich einmal den Schlüssel zurück, gehe jetzt zur Tür und wir werden gleich sehen, dass ich diese Tür jetzt nicht mehr schließen kann. Also ich spamme jetzt Linksklick und die Tür geht nicht zu. So, jetzt sollten wir uns aber beeilen, weil die Bahn fährt schon hoch, aber es ist noch kein Wasser drin. Richtig. Wir legen mal ganz schnell hier den,
Notstopp ein. Nö, kannst du eigentlich laufen lassen, da passiert nichts. Die Bahn fährt oben auf, aber fährt nicht ins Wasser runter. Ach so, also. Okay. Dann lassen wir sie einfach mal laufen. Und gehen jetzt erstmal in den Keller der Anlage, in die Werkstatt. Die kommt ihr hier rein. Ja, durch eine schöne, Doppeltür. Ja. Hier habt ihr einige Einstellungsmöglichkeiten. Wir gehen rüber. Könnt ihr Züge rein, rausholen. Genau. Aber das sollte eigentlich jetzt inzwischen schon bekannt sein. Die Leute, die das Tutorials gucken, die kennen ja Abdera schon. So, wenn ihr nämlich die Treppe runtergeht und hier unter durch und immer weiter und weiter und weiter. Wir machen das mal im Schnellverfahren. Hier guckt ein Stein raus. Okay, das habe ich noch nicht gesehen. Das sehe ich jetzt. Dann kommen wir hier zu so Pumpenräumen und haben hier einen Raum. Da könnt ihr hinten an den Schaltschrank gehen. Weiter rechts. Weiter rechts, hier, genau. Und dann einmal C drücken. Die Pumpen gehen an. Und man sieht jetzt auch direkt, dass anfängt, Wasser in die Anlage zu laufen. Genau. Dass der Wasserfall angeht und dass soweit alles läuft. Ja, und das Boot oben kann halt jetzt erst runterfahren, wenn unten ein Wasserstand erreicht ist erst, wo das Boot gefahrlos reinfahren kann. Ja, genau. So, ich glaube, das wäre auch der Großteil zu Abdera, wenn mich nicht alles irrt. Ich mache die Anlage also, hier so, damit nicht andauernd was umherfährt. Genau, also was man jetzt so sagen kann, die Bahn kann natürlich auch Fehler bekommen. Man bekommt beim Handy die Nachricht. Und dann muss man halt einen piependen Kontrollkasten finden und den dann halt quittieren. Aber das steht ja dann alles da. Wo konnte man nochmal die Liste öffnen mit den ganzen Bahnen, die es gab? Auf welcher F-Taste war das? Solltest du nicht machen, lass mal alles fahren. Okay. Also ich habe die Anlage jetzt einfach nur mal auf manuell gestellt. Ja. Ich glaube, das wäre eigentlich der Großteil zu Abdera. Großteil zu Abdera, ja. Ich weiß nicht, was man noch sagen kann. Ja. Geh mal unten nochmal in den Kontrollraum. Ja. Und, also nicht den Pumpenraum. Achso, den hier. Genau. Zu dem Kasten da rechts. Will ich noch was sagen. Und zwar, viele dachten, der hat keine Funktion. Doch, der hat eine Funktion. Aber er hat keine Funktion, während der Park offen hat. Heißt, wenn der Park schließt, hören ja auch auf, dass die Rides fahren können. Also die dispatchen nicht mehr. Wenn man trotzdem will, dass man die dispatcht, muss man da den Schalter dann umlegen. Das ist einfach nur, dass wenn der Park geschlossen ist, dass die Fahrgeschäfte und die Rides halt alle stehen bleiben. Ja. Wie es ja auch sein sollte. Genau. Und wenn man halt trotzdem noch fahren will, kann man da an- oder ausschalten. Aber während der Park offen ist, hat der Kasten so gesehen keine Funktion. So, dann hätte ich noch eine kleine Sache zu den Kästen. Also man sieht, dass hier zwei Kästen hellblau leuchten. Diese Kästen sind aktiviert, das sind Lichtkästen. Wir haben hier das Q-Line-Licht und das Stationslicht, die sind immer an. Dann haben wir hier Bootlicht. Das Bootlicht, also man kann alle Lichter manuell an- und ausschalten, aber manche gehen halt auch automatisch richtig, an und aus. Also bis auf das Wartungslicht gehen eigentlich soweit, wenn es dunkel wird, alle Lichter an. Man muss dazu sagen, dass ab einer gewissen Uhrzeit abends, wenn der Park bereits zu hat, auch alle Lichter ausgehen. Das heißt, wenn ihr fast alle. Nein. Einige nicht. Gar keins. Die Q-Line-Lichter gehen aus. In den Q-Line. Habt ihr es geändert? Die gehen auch nicht aus, nein. Dann habt ihr es geändert, oder? Weil früher ist es in den Q-Lines irgendwann ausgegangen. Da war es stockduster am Ende. Wenn man kein Wartungslicht anhatte. Oh, ich weiß es jetzt gerade selber nicht so genau. Okay, also sagen wir mal so. Ich will noch einmal dazu sagen, in der V1 war es so, dass irgendwann das ganze Q-Line-Licht ausgegangen ist. In den Hallen drinne. Also der Außenbereich hat geleuchtet, aber der Innenbereich nicht mehr. Wenn ihr also abends noch Wartungsgänge machen wollt durch den Q-Line-Bereich, dann rate ich euch, macht euch dieses Wartungslicht an, sonst habt ihr es irgendwann auf einmal stockduster da drin. Das sollte man generell. Genau, sollte man generell. Ansonsten, hier ist übrigens der Eingang zur Brücke, um drüben an die andere Treppe zu kommen. Nur damit ihr das noch einmal wisst. Hier könnt ihr lang. Ja. Hast du noch etwas, was du gerne in Abdera zeigen willst? Oder soll der Rest sozusagen Easter Egg-mäßig bleiben? Was ist mit der Werkstatt? Also, bei der Werkstatt, ich glaube, da können die Leute sich einfach das Tutorial anschauen. Das In-Game-Tutorial, das erklärt, finde ich, gut. Alles war klar. Halt nur auf Englisch, aber auch mit Bildern. Und ich meine, so ein bisschen kann man ja Englisch auch entziffern, wenn Leute kein Englisch können. Genau, das denke ich auch. Also für weitere Infos zu Abdera, wie ihr zum Beispiel Boote rausbekommt oder reinbekommt, was ihr noch so machen könnt, einfach mal das Tutorial angucken. Genau, das In-Game. Dafür ist das In-Game-Tutorial da. Ja. Wo soll ich als nächstes hingehen? Ich würde sagen, wir laufen jetzt mal Richtung Mittelalter-Themenbereich. Also hier lang. Da hat sich ja einiges getan.
So. Genau, einfach mal da lang. Da musst du mir bitte gleich einmal wieder sagen, wo ich die Bereichsmusik ausmache. Wieder hier unten, ne? Da, wo die grünen Pfeile sind. Da kann man reingehen und gewisse Dinge vornehmen. Aber ich, da ist es links. Jo, und hier ist noch ein Kasten drin. Ja, das sehe ich jetzt auch gerade. Ja, ist halt ja noch nicht ganz hier fertig. Hier ist wieder so ein Kasten. Für welche Anlage gilt der? Für den Bumerang-Coaster für Fenrir. Alles klar. So, erstmal Fenrir. Fenrir ist eigentlich dasselbe wie Abderrath, da sogar mit weniger Funktionen. Also, ich glaube, man erkennt dann schon, was man da machen kann. Das ist eigentlich okay, das alles klar. Dann Abderrath. Würde ich sagen, gehen wir mal rüber zu unserem Turm. Würde ich auch jetzt mal sagen, wir gehen jetzt mal da rein. Ich muss also mal die Musik hier gleich ausmachen. Ja, das Problem ist, die Musik kannst du erst ausmachen, wenn du voll manuell bist. Ja, es liegt dann, geh mal zum Operator. Weil viele haben gefragt, wie kommt man überhaupt in den Manual Mode? Es ist ganz leicht eigentlich, sobald Ketchka und Gondel unten sind und miteinander verbunden. Warte einmal kurz. So, ich habe jetzt einfach die Lautstärke weiter runtergedreht, dann brauchen wir die Musik jetzt auch nicht ausmachen. Können Sie einfach genau so lassen. Genau. Also, viele haben halt gefragt, wie man den Turm überhaupt erstmal in den Manual Mode bekommt. Das ist eigentlich ziemlich leicht. Man hat ja jetzt hier, wenn man vom Pult steht, einen Cursor auf dem Bild. Richtig. Diesen und weißen Cursor, der auch teilweise rot wird, sieht man ja ganz... Genau, rot, wenn man was nicht drücken kann. Und wenn jetzt Gondel und Ketchka miteinander verbunden sind und unten stehen, im Bahnhof so gesehen, dann kann man am Pult, geh mal zum Pult, oben links, der erste Schalter oben links, der jetzt noch rot ist, kannst du dann für einen kurzen Moment, wird der grün der Cursor und du kannst nach rechts auf Manual schalten. Das würde ich sagen, machen wir gleich mal. Er ist ja gleich, musste ja gleich wieder runterkommen. Richtig, er ist schon oben, ich glaube, beim Kippen bei, wenn mich nicht alles irrt. Ja, jetzt kippt er. Ja, jetzt kippt er, man hört es knarzen. Man sieht auch schon, dass die Rotation der Gondel aus ist. Sie rotiert also nicht mehr. Doch, die ist an. Ach so. Das zeigt das Symbol in der Mitte. Ah, ich dachte, die Gondel dreht sich dann, beziehungsweise das Symbol. Das heißt, solange das Symbol da ist, dreht die Gondel. Das heißt, das Symbol müsste ja gleich verschwinden. Korrekt. Und dann sollte auch die obere Zahl gleich hochgehen. Und dann. Genau, jetzt sieht man, sie geht noch ein klein wenig hoch. Das ist die Höhe vom Ketchka jetzt oder von der Gondel? Ketchka. Gut. Da gleich siehst du, jetzt ist das Ketchka gesprungen und damit ist auch die Gondel ausgeklinkt. Ja. Dann müsste jetzt auch gleich die Gondel. Da ist sie auch schon, da ist die Gondel angekommen. Man kann jetzt auch gleich ganz gut sehen, dass das Catch-Car jetzt gleich auf dem Weg nach unten ist. Mhm. Nämlich genau jetzt. Es nimmt Geschwindigkeit auf und kommt jetzt langsam nach unten. Ja, man sieht ja unten an der Speed-Anzeige, wie schnell, also Meter pro Sekunde. Genau, 9,8 Meter die Sekunde fährt das Catch-Car. Heißt also auch, wir sehen jetzt gerade, erstmal ist hier unten aufgegangen, die Bügel sind offen und das Catch-Car ist jetzt auf dem Weg. Genau. Aber ich muss echt sagen, man hat nur einen ganz kleinen Zeitraum, um gleich das umzustellen. Man muss manchmal auch zweimal auf diesen Schalter drücken. Ich gebe mir Mühe. So, das Catch-Car ist jetzt fast unten. Das heißt, es wird jetzt gleich auch langsamer, damit es nicht mit 10 km/h da reinrauscht. Jetzt sieht man es, das Catch-Car wird langsam. Ich geh mit dem Cursor über den Knopf, weil er schaltet gleich auch schon die Bügel runter. Das ist es, ja. Ja, so. Und ja, jetzt hat man es gesehen. Jetzt bin ich auf Manual. Auf Manual seid ihr, wenn dieser Schalter auch wirklich schräg steht. Ich habe es gerade beim ersten Klick gehabt, dass der Schalter zwar geklickt hat, aber nicht in dieser Stellung stehen geblieben ist. Das heißt, da müsst ihr nochmal drücken. So, jetzt habt ihr die Anlage im Manual. Jetzt können wir im Endeffekt einfach mal hier die Bügel wieder aufmachen. Jetzt sieht man schon, die Bügel gehen auf. Oder Musik an- und ausschalten rechts. Oder Gondellicht an- und ausmachen. Und das Ride-Programm ändern, heißt mit gekippten Sitzen fallen oder nicht mit gekippten Sitzen fallen. Genau, da gibt es das Ride-Programm 1 und 2. Dann hätten wir theoretisch, ich kann es ja nochmal zeigen, ich kann die Bügel jetzt hier zumachen. Dann gehen sie zu. Jetzt musst du aber auch zu dem Bügel laufen. Du musst wirklich hinlaufen und jetzt so gesehen kontrollieren. Jetzt gehst du mal nach rechts und da ist nochmal ein kleines Pultchen. Ja, hinter dir. Hinter mir. Bist du dran vorbei, ja. Bin schon dran. Da links. Ja. Genau, wenn ihr jetzt alles kontrolliert habt, könnt ihr hier auf Harness drücken. Dann sagt der Harness ready. Ihr könnt sie auch noch wieder öffnen, falls irgendwas ist. Genau. Jetzt würde ich sagen, gehen wir einfach mal raus hier.
mach die Tür das mal zu. Ich würde sagen, wir dispatchen ihn gleich nicht, weil ich dann noch mehr zeigen kann, sonst dauert es genau. wieder zu lang. Aber jetzt ist die Tür zu, ihr könnt dispatchen, die Bügel sind zu. Ich mache jetzt genau. die Tür auf. Und ihr müsst dafür aber wirklich für dispatchen beide Knöpfe drücken. Also einmal links und dann der rechte. Genau. Oder andersrum. Man sieht, nur wenn die Tür zu ist, könnt ihr auch dispatchen. So, genau. Dann gibt es hier ein Test-Tilting. Ich weiß gar nicht. Ja, da kommen wir jetzt gleich hin. Und zwar gehst du mal wieder zum oberen linken Schalter. Und zwar zum. Achso, entschuldige. Zum Pult. Und zwar können wir auch in den Maintenance-Modus oben links. Entschuldige, und ja. Und zwar mit Shift-Linksklick. So, jetzt blinkt einmal alles. Man sieht hier, Wartung leuchtet, Catch-Car up, Park-Car. Und wir können jetzt ein Tilting-Test machen. ich bin schon voll durch, danke dafür. Jetzt sieht man, dass die Bügel auch kippen. Genau, jetzt machen wir das wieder mal aus. Ja, jetzt läufst du mal raus und nach rechts direkt. Und dann hast du da direkt nochmal eine Tür. Hier. Ja, gehst du mal rein. Ja. Und drückst mal auf das Leiter-Symbol. Hab ich. Jetzt guckst du, wo da ist jetzt nochmal ein Leiter-Symbol, stellst das auf. Ja. Das heißt, Lauf wir hoch. Können jetzt auch hier hoch. Mhm. So, und hier. Kannst du durch? Rein. Und da ist jetzt wieder ein Pult und da kann man jetzt rein theoretisch, brauchst du jetzt nicht machen. Das Catch. Catch kann nach ganz oben fahren, Wartung machen und wieder runter. Genau. Genau die zwei Knöpfe gibt es auch nochmal unten am Pult. Und genau, das war's eigentlich an sich so. Ja, dann hätte ich noch eine ganz lustige Sache. Ich weiß nicht, die hattest du jetzt nicht groß gezeigt, aber ich mache einfach mal. Achso, Bügel waren zu, ne? So, ich mache einfach mal die Tür hier zu. Wir sind im Wartungsmodus, ihr habt es eben auch schon gesehen. Hier läuft jetzt das Park-Car. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann würde die Gondel eine gewisse Anzahl an Metern hochfahren. Kann man ganz gut sehen. So, jetzt sieht man, dass die Gondel jetzt nach oben fährt, ohne drehen, ohne dass die Musik dazu läuft. Und dass sie dann auf einer gewissen Höhe stehen bleibt und da sozusagen für die Nacht geparkt ist. Ach so, ja, genau, da fällt mir gerade noch was ein. Und zwar, wenn ihr den Park öffnet und ihr fliegt sofort dorthin, dann muss man eine Testfahrt machen. Heißt, der erste Dispatch am nächsten Tag ist so gesehen ohne Drehen, ohne Musik, da geht auch gar nichts. Er fährt nur hoch, lässt fallen und dann könnt ihr ihn richtig operaten. Ja. Jetzt sieht man, die Gondel steht. Ist jetzt im Endeffekt auf Parkposition. Ja, dann schaltest du mal oben rechts das Pult aus. Hier, ne? Ja. Ja, jetzt ist das Pult aus. So. Bild ist aus, komplett. Die Gondel ist geparkt. Ihr könnt hier auch nichts, ihr könnt natürlich jetzt hier reinlaufen. Aber ihr könnt jetzt hier auf den Schaltern auch nichts mehr machen. Das ist alles aus. Aber kannst du das Pult anschalten? Ich finde das immer cool. Ich weiß nicht, ich finde das immer cool, wenn man das Pult anschaltet. Nicht das. Der Notknopf macht gar nichts bei der Bahn. So. Wir machen das Pult jetzt an. Jetzt sehen wir jetzt CGW, dann blinkt das Pult kurz auf. Und jetzt wird's angezeigt. Wir sind immer noch im Wartungsmodus, er sagt auch direkt schon Trouble. Der Fehler, weil die Gondel halt oben steht und die muss man jetzt manuell mit diesem Knopf gedrückt halten, dann runterziehen. Wenn ich den Knopf jetzt loslasse, dann sieht man auch, die Geschwindigkeit wird langsamer, das heißt im Endeffekt, dann bleibt die Gondel wieder stehen. Wir müssen den Knopf jetzt gedrückt halten, bis die Gondel unten ist. So, das dauert natürlich einen kleinen Moment länger, weil sie jetzt langsamer fährt. Und dann würde ich auch gleich zeigen, gleich einmal nochmal einen manuellen Dispatch machen, damit man das nochmal zeigt zum Schluss, wenn wir mit dem Turm hier fertig sind. Genau. So, dafür musst du dann vom Maintenance in Manual zu wechseln, musst du zweimal links klicken. Ja. So, jetzt sieht man, jetzt leuchtet hier schon wieder Park-Car. Wir könnten jetzt theoretisch das Car auch parken. Es ist jetzt. Das, was du gerade gedrückt hast. Oh, nein, das wollte ich nicht. Okay, also, ja. Warte mal. Kann ich die jetzt ausmachen? Mach mal. Geht nicht, geht nicht. Ich kann das wahrscheinlich auch nicht mehr abbrechen. Okay. Ja, das war jetzt ein bisschen dumm von mir. Ich habe jetzt das Fahrzeug also nochmal geparkt. Ja. Steht jetzt aber gleich. Okay, ich weiß auf jeden Fall, wenn ich einen Freizeitpark habe, wer nicht da dran arbeiten darf. Ja, genau. Also gut, dann lassen wir die Gondel jetzt nochmal runter. Das war jetzt ein bisschen dumm von mir. Spul doch mal vor, während du den Knopf drückst. Drück einfach mal auf Plus. Naja, dann stoppe ich die Aufnahme. Ich habe auf dem Knopf meine Aufnahme liegen, deswegen ja, mache ich das jetzt nicht. Ja, ist ja gleich unten. Ja, genau, ist ja gleich unten. Höhe, jetzt wird er langsam bei 0,3 und jetzt steht er auch. Jetzt könnten wir das Fahrzeug hier auch von Hand anheben, das wollen wir nicht. Hier hätten wir dann nochmal Musik. Mhm. Jetzt ist die Musik aus. Jetzt ist sie an. Und wir hätten hier Gondola Light. Jetzt sieht man auch ganz gut, jetzt leuchtet das Licht hier unten. Genau. Wenn ich das Ganze jetzt ausmache, ist eigentlich klar, was passiert. Das Licht ist aus.
So. Wow. Na, Genius. Genau, ja, genau. Jetzt machen wir. Genau. Hier könnt ihr euer Fahrprogramm ändern. Programm 1 und Programm 2, da hatte Dennis eben schon was zugesagt. In dem einen Programm kippen die Sitze, in dem anderen nicht. Aber sie fallen halt nicht mit gekippten Sitzen. Genau. Ich würde mal vermuten, dass das, glaube ich, Programm 1 ist, wo sie mit gekippten Sitzen fallen und Programm 2, wo sie ohne gekippte Sitze fallen, richtig? Genau andersrum. Was ist jetzt mit der Gondel los? Ich habe nichts gedrückt und er fährt wieder in Parkposition? Das ist cool. Wenn du drüber gehst mit der Maus und aus den Linksklick machst, kann das schon passieren. Ich habe die Maus gerade nicht mal berührt. Also die Maustasten, ich habe nur die Maus in der Hand gehabt. Ja, das, ich habe mich nämlich eben schon gewundert, warum der einfach hochgefahren ist, weil ich dachte, ich hab's nicht gedrückt. Ist ja auch egal, auf jeden Fall, wenn man da Manual Dispatch macht, dann hat man ja auch oben links noch einen Knopf für Drop Car, weil das, droppen lassen vom Car muss der Bediener manuell bei Funtime tatsächlich auch noch auslösen. Genau, das stimmt. Das heißt, ihr könnt die Gondel da oben 30 Stunden stehen lassen. Richtig, ihr könnt sie im Endeffekt so lange da oben stehen lassen, wie ihr wollt. Wir schalten aber jetzt einfach mal einmal auf Manual und gehen einmal komplett durch, was man machen müsste, um die Gondel zu starten. So, Doppel-Linksklick, richtig? So, ja. Jetzt würde sie schon grün leuchten. Wir machen jetzt aber die Bügel einfach mal auf. Machen mal die Tür auf. Ja, da kannst du die Bügel nämlich auch zumachen. Genau, ich könnte die Bügel... Nee, von Hand... Nicht so. Rechts am Knopf. Genau, hier kann ich sie zumachen. Jetzt sieht man, sie gehen zu. Jetzt würde ich sozusagen meinen Kontrollgang machen. Dann würde ich sagen, ja, alles in Ordnung. Harness checked hier. So, jetzt sind die sicher. Dann habt ihr auch eine grüne Freigabe hier. Mhm. Vergesst nicht, hinter euch die Tür zuzumachen. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Und jetzt habt ihr hier zwei grüne Knöpfe. Ich drücke jetzt den linken und dann den rechten. Und dann seht ihr auch schon, dass die Anlage startet. Die Musik ändert sich, denn man hört jetzt auch hier unten an der Station die On-Ride-Musik. Genau. Ja, dann können wir noch einmal kurz... Wenn das Programm durchgelaufen ist, kann man dann Drop Car drücken. Der leuchtet dann aber auch auf. Genau, der würde aufleuchten. Ich weiß nicht, ob wir das gleich nochmal zeigen wollen. Wollen wir kurz warten oder wie sieht das aus? Das brauchen wir eigentlich nicht zeigen. Also ist ja klar, der löst dann aus. Okay, also er löst dann aus, dann könnt ihr hier Drop Car drücken. Jetzt ist es halt nicht... Also es ist rot, es passiert gar nichts. Funktioniert der Emergency? Nein. Okay, also er ist einfach nur... Deko. Ja. Alles klar. Ja, jedenfalls, wenn er oben steht und nachher hier leuchtet, müsst ihr drücken, damit er runterfällt. Wir zeigen das vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal kurz, wenn er oben steht und wir noch ein paar Minütchen haben. So, ja. Wo soll es denn als nächstes hin? Etwas anders ist es bei Long Deck Castle und zwar ist das die neue Achterbahn. Da müssen wir wahrscheinlich hier durch, würde ich tippen. Ja, aber ich würde mal schnell durch den Ausgang reingehen. Du läufst jetzt mal nach rechts lang. Hier? Weiter. Das ist nur die Terrasse oben. Hier. Da. Okay. Da gehst du jetzt mal kurz durch. Ja, hier ist... Da befinden wir uns schon in der Ausgangsstation. Jetzt flieg mal ganz kurz durch die... Nicht die Tür. Da kommt der Zug an, sondern durch die andere. Ja. So. Da haben wir ein Pult. An der Wand. Und das zeigt euch einfach nur was an. Ihr könnt da nichts drücken. Es zeigt euch an, wo gerade ein Zug drauf steht. Wo gerade einer drauf fährt, und zwar mit Blinken, jetzt fährt auch gerade schon los. Genau. Was sehr cool aussieht. Und halt, ob gerade die Bahn, da könnt ihr halt auch einstellen. Also bei den anderen sind es die großen Schaltkästen, wenn der Park zu hat, habe ich ja erzählt, dass man dann die umstellen kann. Das könnt ihr auch an diesem Pult machen, das ist hier ein bisschen anders. Und ja, jetzt siehst du ja hinter dir einen grünen Pfeil. Ja. Wir wissen, was alles, was der grüne Pfeil bedeutet. Wir haben. Ja, der geht dann schon weg. Ja. Hier nennen wir dann nochmal Wartungslicht, Station, Licht und Sound. Und Q-Line. Also Q-Line, Sound ist dann alles. Und wenn ihr das Licht ausschaltet von der Station, dann schalten sich auch die Pre-Shows ab. Das heißt, die laufen noch einmal. Wir haben hier einmal den Gepäckraum und einmal den Bannraum. Und die schalten sich dann auch ab. Ja, genau. Genau. Steuern kann man hier aber nicht selber, richtig? Mit F4 halt. Ja, okay. Also steuern könnt ihr nur hiermit. Fehler gibt es hier nicht, weil das Fokus liegt ja immer noch auf die Wasserachterbahn. Das ist einfach jetzt nur so nebenbei, es ist drin. Man kann so gesehen von dort aus steuern, man hat den Bannraum, es funktioniert alles. Genau. Und, ja. Genau. Genau, den Bannraum also hat man jetzt gerade hier schon mal gesehen. Das ist der Bannraum. Mehr zeige ich davon jetzt aber auch nicht groß. Nee, das sollen die Leute sich dann anschauen. Genau, das könnt ihr euch selber angucken. Ich würde sagen, dann fliegen wir hier wieder raus. Das müsste es ja hier zu gewesen sein, richtig? Ja, links rum. Ja, oder ganz schnell geradeaus.
wenn du jetzt willst. Ich dachte, ich fliege einfach mal schnell hoch. Sieht man noch direkt die Q-Line. Und da der Turm jetzt gerade oben steht, kann ich das ja noch mal schnell zeigen. Ja, also, euer Turm ist oben angekommen. Er steht auch. Es ist alles abgelaufen. Ihr seht jetzt, dass hier Drop Car leuchtet. Wir drücken das. Genau. Jetzt sieht man, er fährt noch ein Stückchen weiter hoch. Bis zum Auslöser. Bis zum Auslöser, wo dann die Gondel gelöst wird. Und das passiert genau jetzt. Genau. Und da kommt die Gondel auch schon an. So, und dann sieht man sie hier. Im Endeffekt kommt sie dann gleich unten an und ihr könnt dann die Tür öffnen und die Bügel aufmachen. Ihr habt hier noch ein kleines Licht in eurer Station, sehe ich gerade. So, die Gondel ist jetzt unten angekommen. Und jetzt können wir hier die Bügel öffnen und die Tür aufmachen. Und rechts die Leute reinlassen. Genau. Und ich würde sagen, wir schalten die jetzt einfach mal wieder auf Auto. So. Jetzt läuft das Ding einfach wieder manuell weiter und steuert alles von alleine. Ja. Ja, gut. Dann hätten wir den abgefrühstückt und ich vermute mal, wir wollen jetzt wohin? Nach rechts. Nach rechts, hier lang. Also hier sind wir erstmal nur ein Flatride, aber da einfach, wenn man steuern will, einfach mal ein Operator raushocken und H drücken. Mehr braucht man nicht sagen. Genau, kann ich ja mal ganz kurz zeigen. H, also dann kriegt ihr hier... Nein, hinhocken, du musst dich hinhocken. Oh, Entschuldigung. Ups. So, wo muss ich mich denn? Mit E musst du dahin einfach. Ne, hab ich denn hier irgendwo so einen Sichtpunkt oder? Ja, geh mal vor dahin. Jetzt drück mal E. Ah, okay. Hier müsst ihr euch dann sozusagen hinhocken mit E. Jetzt könnt ihr H drücken und jetzt kriegt ihr hier eigene. Ja. Genau, sozusagen, wie man das Ding steuert. Genau. Ja. Das geht halt bei jedem Flatride so, weil viele haben gefragt, ja, kann man die Sachen steuern? Ja. Hinhocken, H drücken. Dann geht's. Nicht alles ist so wie der Tower. Weil der Tower war schon ein bisschen krass. Richtig. So, genau, jetzt läufst du den Weg da lang. Hier und dann rechts? Direkt nach links, ja. Das nein, nicht da. Nicht da. Da geht's zum Eingang von Longdeckers und zur Monorail-Station. Jetzt nach links. Ah, okay. Ja, hier ist wieder ein grüner Pfeil. Wollen wir dahin oder? Der grüne Pfeil ist ja klar, was es ist jetzt inzwischen. Genau, da ist dann wieder Kontrollraum, eine Info. Also so ein. Hier ist der Raum für eure Musik und euer Licht. Ja. Das ist Stationssound. Für was ist das jetzt Stationssound? Ja, lauf mal weiter. Da rechts rein. Ja, also man hört jetzt bei mir natürlich nicht so viel. Es ist recht leise. Aber wir sehen schon, dass hier eine kleine Wasserbahn ist. Also eine Floßfahrt. Die man ausschalten kann. Da, mit C und V. Ja, wenn ich jetzt hier... Näher ran. V. Dann hört es jetzt ganz sachte und langsam an. Sich aufhören. Ja. Genau. Ja. Die solltet ihr abends auch ausmachen, sonst läuft sie wahrscheinlich die ganze Nacht durch. Richtig? Nein, die schaltet sich auch. Die schaltet sich automatisch morgens an, abends aus. Ja, sieht man, hier ist eine kleine Floßfahrt einfach durch den Dschungel. Ich glaube, da gibt es gar nichts weiter groß zu sagen. Ich würde sagen, wir lassen sie jetzt... Eigentlich nicht, nein. ...einfach mal weiterfahren. So. Jetzt sieht man auch, dass sie wieder langsam anfährt. Mhm. Ja. Kann man hier irgendwelche Türen zumachen oder sowas? Nein. Okay. Ja, ich glaube, das wär's. Hier auch zu, wahrscheinlich. Genau. Ja, das gehen wir mal hier wieder raus. Und ich vermute mal, ich soll entweder gleich rechts rum oder geradeaus. Also, bevor jetzt noch andere fragen, die Monorail-Station, nein, die könnt ihr nicht steuern. Das ist das Einzige hier, was ihr nicht steuern könnt. Die fährt tatsächlich von alleine. Ihr habt zwei Stationen. Einmal halt da rechts und einmal hinter Abtera. Genau, rechts kann ich noch was zu sagen. Lauf mal. Hui. Da müsste man schon so Plakate auf dem Boden sehen. Ja, hier genau. Gucken wir uns das doch mal an. Licht- und Feuerwerkshow. 18 Uhr am See. The Greatest Show. Vom Adventure Park am See ist dann wohl hier. Man sieht auch, hier ist ein bisschen was aufgebaut. Uhrzeit ist jetzt gerade 15.37 Uhr. Das heißt, wenn man um 18 Uhr hier wäre, würde hier was passieren. Korrekt. Ja, also hier habt ihr noch was Schönes zum Sehen. Ich denke mal, einige kennen das bestimmt auch aus Raven. Raven hatte ja eine Feuerwerksshow. Hier ist ein bisschen was mehr. Ihr müsst es euch selber angucken. Ja, 5 Minuten Musik. Eine Musikshow für 5 Minuten. Ja. Da oben ist auch so eine kleine Terrasse, wenn man jetzt links auch rumgeht. Ja, genau. Guck mal, hier könnt ihr hochgehen. So, ein bisschen höher noch hier. Und dann da raus. Hier raus, falls ihr eine gewisse, etwas schönere Höhe haben wollt oder das Ganze vielleicht auch mal aufnehmen wollt, seht ihr das von hier, glaube ich, perfekt. Ja, richtig. Ja. Und da hat man echt einen saugeilen Blick.
Genau. Wo du jetzt mal hinfliegen könntest, ist noch zum Aussichtsturm. Ja, der ist da ganz hinten. Das heißt, wir fliegen einmal rüber. Man sieht auch ganz gut die Ausmaße jetzt. Es ist größer geworden, ne? Es ist größer geworden, richtig. Genau, noch eine Sache. Hier vorne ist der Parkeingang. Hier vorne würdet ihr mit eurem Auto rauskommen, wenn ihr den Besuchermodus wählt. Genau, und dann würde es auch keine Störungen in der Anlage geben. Wir haben bis jetzt ja, ich glaube, noch keine gehabt. Genau, aber dann kann doch, man... guck mal hier. Ja, doch. Wir haben eine, dann System gucken wir uns das gleich noch an. Erstmal zum Aussichtsturm einmal. Ich platziere mich einfach mal. Wo platziere ich mich denn? Also, hin? Wie gesagt, den kann man auch steuern. Wichtig ist hier, du musst in die Gondel reingehen und T drücken. Dann sieht man auch oben schon, ja, wenn du ganz, dass man jetzt im Manual-Mode ist. Und genau, mit C kann man, C und V kann man, glaube ich, hier die Türen schließen. Genau, so. Mit V gehen sie zu, mit C gehen sie auf. Genau, draußen sind auch Türen, zwei Stück, einmal Eingang, Ausgang. Die kann man auch mit C und V öffnen, schließen. Wenn alles zu ist, kann man da drinnen mit Linksklick dann starten. Ja, wollen wir das mal vorführen? Ja, man muss erstmal draußen die Türen zumachen. Ja, hier oder wo? Ja. Die hier? Der Operator muss... Nee, rechts. Rechts ist doch schon offen. Achso, das ist die hier. Linke. So. Oh, und ja, hier... Nein, da ist nichts. Da ist alles zu. Okay, dann ist die Tür... Ja. Jetzt. Du hast außerdem mit hier auf den geschaltet. Egal. So. Das fährt auch schon. Oder? Nein, er ist auf manuell immer noch. Achso. Okay, dann hockst du dich jetzt hin. Mit E. Ja. Weil der Operator fährt ja bei solchen Türen mit und dann einfach linksklick. Genau, sieht man auch, der Hebel dreht sich um. Es geht Musik an und der Turm bewegt sich. Ich schalte das Ganze mit T jetzt einfach wieder auf Automatik und gehe raus. Genau. Damit wir da nicht zu viel von zeigen. Das ist halt auch mal, noch mal ein bisschen andere Steuerung wie woanders, weil da kannst du halt eben rumlaufen, bei den anderen musst du halt hart richtig drücken. So, man sieht schon, wir haben es jetzt 16.15 Uhr, es wird langsam dunkel. Hier schaltet sich überall Licht ein. Eine kleine Veränderung, die man zum Beispiel hier in diesem Raum sehen kann, ist, dass jetzt hier deutlich mehr Steuerpulte leuchten. Nämlich eigentlich alle, bis auf das Wartungslicht. Ja. Es ist also alles angegangen. So, genau. Wir wollten jetzt noch mal zeigen, die Störung. Ich habe eine Nachricht auf mein Handy bekommen. Also, was ich ja noch sagen kann, ist, dass es zwei verschiedene Störungen gibt. Es gibt einmal so eine kleine, ja, und einmal eine größere. Bei der größeren kann man sogar bei den Booten dann ganz vorne an der Spitze mit C und V die Bügel öffnen. Ja. So, ich halte mal T gedrückt. Wir sehen hier, System Emergency Stop Errors Details can be found on the Control Board. Ich klicke das einfach mal weg. Wir sehen jetzt hier schon, ja, es gibt einen Emergency Stop. Suchen Sie bitte nach der Kontrollbox, die den Fehler hat. Wir haben heute Morgen die heute Morgen ist gut, also am Anfang des Tutorials haben wir die Kontrollboxen alle gezeigt. Eine von diesen piept. So, die beiden sind es auf jeden Fall nicht. Die auch nicht. Eine, die piept, ne? Es ist die hier. So, jetzt sehen wir können hier C drücken. To reset the system, press C. Habe ich gemacht. Ich bekomme eine Benachrichtigung. Error resolved. Ja. Resolved. Genau, und damit sollte die Bahn eigentlich auch dann schon wieder fahren. Ja, es kann sein, dass ich sie jetzt vielleicht ein bisschen verbuggt habe. Eigentlich nicht. Ja. Weiß ich oder nicht. Der will nicht mehr losfahren. Ja, das lag dann daran, dass ich sie mit F4 angehalten habe, vermutlich. Eigentlich nicht. Eigentlich dürfte das überhaupt nicht passieren. Sollte der weiterfahren. Okay. Ja, man könnte die Anlage jetzt resetten, ne? Nein. Achso, nee, funktioniert nicht wegen Blockscript, ich erinnere mich. Ja. Sicher das? Ja. Ah, da unten fährt jetzt einer. Auf jeden Fall nach oben. Ja, aber der fährt nicht mehr rückwärts aus irgendeinem Grund, was gerade passiert ist, was... mir noch nie passiert ist oder anderen noch nie passiert ist, ist es bei dir jetzt passiert. Ja, gut. Sollte normalerweise nicht passieren. Jedenfalls würde die Anlage weiterlaufen. So, das war die eine Fehlermeldung. Es gibt aber noch eine andere. Dann müsst ihr die komplette Anlage neu starten. Dafür geht ihr wieder über die Werkstatt, hier runter in den Keller, fliegt mal bis nach hinten durch. Wir waren ja eben schon im Pumpenraum. Es gibt hier vorne aber noch einen Raum, nämlich den hier. Hier könnt ihr an den Laptop gehen und dann das komplette System. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich jetzt Linksklick mache. Gar nichts. Also der Laptop, wenn das System abgestürzt ist, dann habt ihr hier auch einen Bluescreen. Und ja, dann könnt ihr mit Linksklick, dauert das 7 Minuten Echtzeit, bis
bis die Bahn wieder läuft. Was ich noch zeigen könnte, wenn du gerade unten bist, auf meiner Links. Also rechts, da rein. Nein, da rein. Und jetzt rechts. Nein. Zurück. Jetzt rechts. Da. Sollte sie, also da könnt ihr was einstellen. Und zwar, wenn kein Zug auf der Drehplattform ist und die Drehplattform sich gerade auch nicht bewegt, könnt ihr hier einstellen, wie weit die erste Drehplattform sich drehen soll. Bei entweder 90 oder 270 wahrscheinlich. Nee, 450 waren das. Ach so. Also 90 also, plus 360. Ja, jetzt macht sie halt nur die kurze Drehung, damit du in der richtigen Position stehst. Stellt man das Ganze um, dreht die Plattform im Endeffekt eine extra Runde, damit man nochmal die Aussicht genießen kann. Genau, das ist dann dafür, wenn man weniger Boote und weniger Gäste drin hat. Genau. Geht in echt ja auch. Ja. Bei den anderen. So, jetzt haben wir eigentlich, glaube ich, alles mal gezeigt. Ja, würde ich eigentlich. So schwer ist es nicht. Und im Standard-Mode geht halt alles automatisch. Boot halt nach oben fährt. Das wird also gleich crashen da. Okay, ja, ja, da fährt langsam nach oben. Man sieht schon, es fährt schon langsam langsamer nach oben wie sonst. Ja. Weil da irgendwas nicht stimmt. Ja, ich sehe das. Die Kette ist ja auch nur langsam, also geht mit der Kette. Jedenfalls, das passiert euch normalerweise nicht. Nein, ja. Eigentlich nicht. Jetzt könnten wir hier nochmal die Schönheit genießen. Wir haben es jetzt 17.19 Uhr Ingame-Zeit. Ich weiß nicht, willst du noch bis 18 Uhr Ingame-Zeit warten? Dann würde ich einmal hier vorspulen. Die Show zeigen wir nicht. Alles klar. Ich glaube, das wäre dann soweit alles gewesen, oder? Genau. Ja. Wie gesagt, Monorail gibt es zwei Stationen. Einmal da hinter Abdera und einmal im Mittelalterbereich. Da kann man einfach einsteigen. Hinter Abdera, also genau hier. Ja. Genau. Hier könnt ihr auf eure Monorail warten und dann einsteigen. Gehen die Türen auch von alleine auf? Ja. Alles klar. Also, alles wenn ihr mal eine Runde Monorail fahren wollt, um den Park zu beobachten, könnt ihr warten und dann einfach einsteigen. Genau. Das Hotel hat noch keine Funktion. Das wird auch erstmal keine Funktion kriegen. Das ist momentan erstmal nur optisch. Genau. Wird sich im Laufe der Zeit zeigen, ob da dann noch was kommt. Wer weiß, dass, ja. Wer weiß, was wir noch für die Map geplant haben. Wer weiß, ich sag mal nichts. Nein, nein. Sei einfach leise. Ja, man sieht hier auch ganz gut, dass die neue Achterbahn sowohl über den Eingang fährt, als auch gefühlt um den Parkplatz herum. Also man kann das Ganze von der Straße aus schon sehr gut sehen. Und ich habe richtig gehört, hier fährt sogar gerade ein Zug lang. Ja, also ganz nett anzusehen. Ich rate einfach mal mitzufahren. Oh ja. Ja. Genau, das war's eigentlich. Also mehr gibt es eigentlich zu Abdera nicht zu sagen. Wie gesagt, Tutorial ist auch im Game von Abdera. Genau. Und den Rest soll ich gleich jetzt ziemlich gut erklärt haben. Richtig. Dann sind wir heute sogar mal mit 50 Minuten ganz gut dran. Ich glaube, dann reicht das für ein Video. Ja, ich glaube auch. Ja, ich würde sagen, das wäre es dann, glaube ich, gewesen für das Tutorial zu Abdera 2.0. Einige Sachen müsst ihr einfach mal ein bisschen selber gucken, zum Beispiel kleine Ideen noch so. Man kann hier zum Beispiel Licht ausmachen und es gibt auch andere Punkte, wo das auch noch geht. Und wenn ich das richtig sehe, kann ich mich hier auch irgendwo hinsetzen und auch H drücken und die Anlage selber steuern. Genau. Jetzt sieht man aber schon, dass sie manuell steuert. Die Tür ist nämlich gerade zugegangen und die auf. Ja, im Endeffekt also einfach mal ein bisschen umhergucken. Funktioniert aber alles ganz einfach. Hier braucht man auch einen Schlüssel für, gehe ich mal von aus, weil es ist ein roter Pfeil. Und dann hätte man auch ansonsten wieder einen Ausgang und wäre wieder hier hinten. Und abends würde ich dann einfach hier Feierabend machen. Ich weiß gar nicht, kann man wegfahren? Nee, ne? Nein, kann man nicht, du bist gefangen. Okay, ich bin gefangen. Also muss ich hier 24/7 arbeiten. Deswegen hat das Auto auch keinen Sound, weil es ein Elektroauto und ist leider leer. Ja, schade. Ja, das wäre es dann ansonsten von Abdera gewesen. Wenn ihr weitere Fragen habt, am besten einfach mal einen Kommentar schreiben. Antworten gibt es sicherlich. Oder auf Discord kommen. Da beantworten wir eigentlich auch alle Fragen, außer die Fragen, wann ist Release? Ja. Die werden gekonnt ignoriert. Genau. Das kennen wir ja schon. Ja. Ja. Genau. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und ja, alle weiteren Infos bekommt ihr natürlich dann, wenn ihr sie bekommt. Und ansonsten gerne auch einfach mal Fragen stellen. Genau. Dann. Ja. Bis zum nächsten Tutorial, würde ich mal sagen. Ja, genau. Wahrscheinlich, es wird wahrscheinlich eins kommen, ja. Es wird eins kommen, ja, ich weiß. Ja, das wäre es dann gewesen. Also macht's gut und dann ciao, ciao. Ciao, ciao.